Auch im Freihandelsabkommen TTIP steckt Zündstoff, allerdings politischer Art. Darüber wird viel diskutiert, ganz im Gegensatz zu dem Dienstleistungsabkommen TISA. Nie gehört? Dabei könnte sich dieses Abkommen zwischen den USA, der EU und 19 weiteren Ländern noch viel mehr auf unseren Alltag auswirken. Fast alle Paragraphen des Trade and Services Agreements werden nämlich hinter verschlossenen Türen verhandelt. Warum wohl? Wasser, das wertvollste Gut auf der Erde. Kein Wunder, dass private Konzerne gerne darüber verfügen möchten. In Berlin verkaufte das Land 49,9% seiner Wasserbetriebe an private Konzerne. Zur Sanierung der Haushaltskasse. Die Aktivisten vom Berliner Wassertisch waren von Anfang an dagegen. Gegen die Geheimhaltung der Verträge, gegen die garantierten Renditen. Und sie behielten mit ihrer Skepsis recht. Die Preise sind um 37% gestiegen. Dass sozial Schwache sich das Wasser kaum noch leisten können. Es gingen also in Berlin über 3000 Arbeitsplätze, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze verloren. Ganz klar, dass hier wieder Renditen im Vordergrund stehen. In der australischen Botschaft in Genf treffen sich seit Anfang 2012 Verhandlungsführer der USA, der EU und aus 20 weiteren überwiegend konservativ und liberal regierten Staaten. Sie nennen sich die wirklich guten Freunde von Dienstleistungen. Ihnen geht es nicht darum, zum Beispiel Zölle abzubauen, sondern Staaten bei der Regulierung von Dienstleistungen Fesseln anzulegen. Über was genau sie verhandeln, erfährt man nicht. Die Gespräche sind streng geheim. Auch nach Abschluss sollen die Papiere unter Verschluss bleiben. Über den Verhandlungsprozess erfahre ich praktisch nichts, weil nur ganz wenige Abgeordnete in einer Geheimschutzstelle die Verhandlungsstände einsehen können. Die dürfen aber darüber mit mir nicht sprechen. Das Feld der Dienstleistungen, über die verhandelt wird, ist riesig. Zum Beispiel Wasser und Energie, Transport, Finanzen, Kommunikation, die Post und das Gesundheitswesen. Die Folgen, zum Beispiel für Kommunen, könnten gravierend sein, fürchtet der Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Mahli. Wichtige Bereiche der Daseinsvorsorge könnten noch weiter liberalisiert und für den freien Markt geöffnet werden. Dieser könnte bedeuten, dass für die Leistungen in der Daseinsvorsorge, und das sind Grundbedürfnisse der Menschen, frisches Wasser ist kein Wirtschaftsgut, sondern ein existenzielles Recht, dass diese Grundbedürfnisse komplett privatisiert sind. Und dann ist eigentlich der Schutzschirm des Öffentlich-Rechtlichen an dieser Stelle kaputt gegangen. Das Wirtschaftsministerium wiegelt ab und verweist auf seine Internetseite. Da steht, öffentliche Daseinsvorsorge und audiovisuelle Dienste sind für die EU ausgenommen. Entwarnung also? Mitnichten, sagt der Völkerrechtsexperte Markus Krajewski. Alles das, was wir als Daseinsvorsorge bezeichnen, ist zunächst einmal grundsätzlich Teil des Abkommens. Und dann gibt es bestimmte Mechanismen. Da wird gesagt, diese und jene Bereiche sollen nicht Teil der Liberalisierungsverpflichtungen sein, aber da ist eben unklar, was damit eigentlich gemeint ist. Sicher ausgenommen seien, wie schon beim bestehenden GATS-Abkommen, nur öffentliche Dienste, die weder zu kommerziellen Zwecken noch im Wettbewerb mit einem oder mehreren Dienstleistern erbracht werden. Das trifft heute aber nur noch auf wenige hoheitliche Aufgaben zu, etwa Polizei und Strafvollzug. Das Berliner Wasser ist inzwischen wieder komplett in öffentlicher Hand. Die Initiative war erfolgreich. 98% der Berliner Bevölkerung stimmten für den Rückkauf. Aber solche Aktionen könnten künftig nicht mehr möglich sein. Verhandelt wird nämlich auch über sogenannte Stillhalte- und Sperrklinkenklauseln. Das bedeutet, dass eine einmal durchgeführte Liberalisierung oder Privatisierung nicht mehr rückgängig gemacht werden darf. Bei diesen Liberalisierungsabkommen geht es immer darum, es geht immer weiter nach vorne, aber ein Zurück ist typischerweise nicht vorgesehen. Diese Regeln gelten für alle Dienstleistungen, wenn die EU sie nicht explizit im Abkommen ausschließt. Eine solche Negativliste berge enorme Risiken für die Zukunft der Daseinsvorsorge, mahnt Sven Giegold. Alles, was nicht auf dieser Liste geschützt ist, ist per se erstmal liberalisiert und privatisiert. Dabei erfinden wir ja ständig neue Dinge, zum Beispiel das Internet, Breitbandversorgung für alle, Mobilfunkversorgung für alle. Das sind eigentlich alles Dinge, die könnten auch als Rechte für alle geöffnet werden. Und das gibt es aber dann nicht mehr, weil grundsätzlich sie jeden Sektor dann dem freien Wettbewerb aussetzen müssen. Das ist die Hauptgefahr.
Die Befürworter vom TISA und anderen Freihandelsabkommen versprechen dagegen gebetsmühlenartig mehr Wohlstand und mehr Arbeitsplätze. Mit uns reden wollen die Arbeitgeberverbände aber nicht. Die Gewerkschaften fürchten eine weitere Privatisierung bei den öffentlichen Diensten, sollte das Abkommen zustande kommen, Rosinenpickerei in den hochprofitablen Bereichen und einen weiter steigenden Druck auf Löhne und Arbeitsbedingungen. Diese birgt die große Gefahr, dass große Unternehmen ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ein anderes Land entsenden und dort allerdings auch zu den heimischen Arbeitsbedingungen beschäftigen. Durch das würde in Deutschland Löhne, Arbeitsbedingungen, Tarifverträge auch massiv unter Druck geraten für die deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber warum wird überhaupt verhandelt? Wem nutzt das Dienstleistungsabkommen und wer sind die Verlierer? Große Unternehmen in beiden Seiten des Atlantiks fordern diese Dienstleistungen und wir können davon ausgehen, dass die nachher auch die Gewinner sein werden. Kleine und mittelständische Unternehmen sind typischerweise gar nicht in der Lage, hier einen globalen Markt zu bedienen. Das heißt also, es kann gut sein, dass die dann entsprechend auch vom Markt verdrängt werden. Vieles bleibt aber Spekulation, denn nur wenige wissen, was wirklich genau verhandelt wird. Aber je höher die öffentliche Aufmerksamkeit, desto besser die Chance für mehr Transparenz. Der neue Kommissionspräsident Juncker hat dem EU-Parlament schon Entgegenkommen signalisiert. Die Daseinsvorsorge ist eben ein Menschenrecht und gehört dem Volk.